Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Runden 4 bis 6 von Dimension aus dem Hause Plasmos. Ihr schaut wieder mal Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und wir steigen direkt ein. Ihr wisst ja, wie es geht. Also als allererstes decke ich die wieder auf. Zack, zack. 2, 4, 6, das passt. Dann können wir nochmal anfangen, sich zu besprechen. Jede Menge Zahlen, Kugeln hier, tralalala, und hast du nicht gesehen. So, diese Kombination ist natürlich ganz witzig. Zwei grüne und die schwarz und grün zusammen müssen 4 ergeben. Das heißt, es ist schon klar, dass ich 2 schwarze und 2 grüne brauche. Ja, und nur, welche Farbe ist es? Blau darf nicht unten liegen. Das heißt, da können wir direkt losstarten. Es geht los. Einen weißen, 2 davon, 2 davon, 1 davon, alle davon. Die liegen schon mal zusammen, der darf nicht. Bla 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 bla. Ja, ich denke, das ist es schon. Das ist ein super Score. Ich lasse es einfach runterticken, wir scoren. Also, zusammen 2 grüne, 2 schwarze erfüllt, 2 grüne erfüllt, einen weißen erfüllt, einen blauen erfüllt. Alle Orangen berühren sich, erfüllt. Und blau darf nicht unten liegen, erfüllt liegt ja auch oben. Perfekt, das ist quasi ein echt perfektes Spiel. Wir haben hier 9 Punkte, die ich kriege. Ich gebe einen 11 ab und kriege dafür dann eine 20. Die habe ich alle erfüllt, das heißt, ich gebe keine Minuspunkte ab. Ja, das wissen wir. Und einen Bonustoken kriege ich, weil ich jede Farbe drin habe. Einen weiteren Bonustoken, haben wir ja in der ersten Runde gesagt, kann ich nicht nehmen. Ob das richtig ist, müsste ich nochmal checken. Ich habe noch nichts gefunden. Dafür gibt es vielleicht noch eine Frequently Asked Question für Solospiel irgendwann. Das Spiel ist aber brandneu, da gibt es noch nichts. So, Runde 5. Oh, jetzt kommt endlich auch mal dieser mehr grüne als orange ins Spiel. Einen schwarzen, alle schwarzen und blauen müssen sich berühren, alle schwarzen und weißen müssen sich berühren, alle weißen untereinander und weiß und blau nicht. Und ich starte mal direkt los. So, jede Menge grüne, bla bla bla, meinetwegen auch 2 orange. Jetzt geht's schon los. Einen schwarzen brauche ich, wenigstens einen blauen, wenigstens einen weißen. So, weiß und schwarz müssen sich berühren, hätten wir. Blau und schwarz müssen sich berühren, hätten wir auch. Den, so werden, glaube ich, alle erfüllt, meine ich. Jetzt können wir noch mal überlegen, ob wir weitere ins Spiel bringen. Das geht nicht. Schwarz und weiß müssen sich berühren. Schwarz und... Ah, nee, darf ich nicht. Orangen kann ich noch reinbringen, ist kein Problem. Könnte ich hier noch einen schwarzen rein? Nein, darf ich nicht. Ja, gut, okay. Also, 9 Kugeln sind drauf. Es gibt wieder 9. Ich zahle einen, nehme mir 10. So, dann. Ich habe 3 Grün. Oh, 3 grüne, 3 orange. Nein! Warum habe ich das gemacht, ich Depp? Ja, gut, nicht erfüllt. Dafür bezahle ich 2. Einen schwarzen habe ich reingebracht. Einen schwarzen und blauen liegen nebeneinander. Schwarz und weiß liegen auch nebeneinander. Alle weißen liegen nebeneinander. Ist auch erfüllt, weil nur einer drin ist. Und weiß und blau dürfen sich nicht berühren, tun auch nichts. Das heißt, ich hätte sie alle erfüllt, hätte ich nicht diesen blöden, überflüssigen Orangen reingebracht. Ja, schade. Mein nächster Bonuspunkt dahin. Und dann sehen wir auch schon die allerletzte Runde. Ja, das war blöd. Da war ich wieder gierig für diesen einen Punkt mehr, wo ich die Kugel reingebracht habe. Habe ich alles falsch gemacht. Gucken wir nochmal eben schnell, dass wir die letzte Runde die Karten austeilen. Da sind sie schon wieder, diese wunderbaren. Ich sortiere die mal alle so ein bisschen zusammen für euch. Dann ist es echt viel einfacher. Ja, okay, also weiße dürfen sich nicht berühren, alle schwarzen und alle blauen müssen zusammen so Klümmel bilden, blau darf nicht oben aufliegen, grün darf nicht oben aufliegen und orange darf nicht oben aufliegen. Ja, das ist natürlich schwierig, aber wir starten direkt mit den 58 Sekunden. So, ich möchte ja wenigstens von jedem einen haben. So, oben aufliegen darf keiner,
nicht grün, nicht orange, nicht blau. Das heißt, nicht grün, nicht orange, nicht blau. Sagen wir mal so. Wenn ich jetzt noch weit weiß darf, also oben aufliegen. Und was noch? Schwarz darf auch oben aufliegen. Achso, weiße dürfen sich nicht berühren. Schnell wieder runter. Schwarz darf oben aufliegen. Blau darf auch nicht. Ah, nee, noch schnell runter. Ah, ich weiß nicht mehr, wo der lag. Ist auch egal. Es war so, dass es auf jeden Fall klappte. Ich hab's genau gesehen. Der lag unten. So war's. So. Also. Ein Glück, dass ich den noch zur Seite geworfen habe. Da muss man dann auch ehrlich zu sich sein. Also, weiße dürfen sich nicht berühren. Ich habe nur einen drin stehen. Alle schwarzen berühren sich hier. Das sieht man hoffentlich. Die beiden liegen auf und berühren sich. Und in der Mitte, die müssen sich also berühren. Blaue berühren sich auch alle, weil nur einer drin ist. Orange liegt nicht oben auf, stimmt. Grün liegt nicht oben auf. Und blau liegt auch nicht oben auf. Alle sechs erfüllt. Punkte bekomme ich. 9 Stück. Für die dort liegenden, ich habe keinen Einer mehr, also nehme ich mir mal 9, zack, zack, 4 und 9. Abgeben muss ich nichts, weil ich keinen dieser Aufträge verpatzt habe. Und ich bekomme einen Bonustoken und damit haben wir auch die Runde 6 fertig. Und wir zählen gleich meine Punkte aus, die da wären 20, 40, 50, 59 Punkte und 2 Bonustoken. Wir erinnern uns, wir mussten in der Anleitung kurz nachgucken nach der Tabelle. Schade, auch die hätte man hier draufdrucken können. Und 2 bedeuten minus 3. Ich gebe also 3 ab und habe damit 20, 30, 40, 50, 56 Punkte. Tja, das war's. Ihr habt es gesehen, durchgespielt mit Dimension aus dem Hause Cosmos. Ganz neu rausgekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich ist es genau das, was es sein soll. Man hat nur 58 Sekunden Zeit. Es wird hektisch dabei. Wenn man es mit 4 Spielern spielt, guckt man vielleicht auch, was die anderen machen. Zu viel gucken hilft natürlich wieder nicht. Ja, sehen wir uns gleich wieder zum Fazit von Dimensions. Und dann seht ihr mich noch ein letztes Mal für diese Serie. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, euer Nils.